Vanessa. Daily, daily, Vanessa. Jo, was geht ab? Guten Morgen. Es ist endlich Freitag. Boah, ich fiebere jede Woche einfach nur aufs Wochenende hin. Ich brauche Urlaub. Ja, wie auch immer. Es ist Freitag. Ich werde mich jetzt in meinen Sportklamotten schmeißen und sporten. Oh, ich sehe gerade, ich habe ein Paket von Notion Support bekommen. Ich glaube, ich ziehe da was direkt von an. Geil. Dann mache ich Sport und dann ist heute PC-Time. Ich habe ultra viel zum Schneiden. Boah, diese Kartons. Das heißt, ich werde heute den ganzen Tag Videos schneiden. Und danach ist Wochenende heute Abend. Boah, ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Oh, das sieht auch alkoholhaltig aus. Zack, her. Edelmarzipan. Fabio, ich habe Schokolade für dich. Schokolade. Okay. Nicht, dass das jetzt hier von da oben ist. Ich lasse das mal da drin. Milchreis. Ja, den werde ich, glaube ich, nicht benutzen, weil Milchreis aus dem Thermomix ist der geilste. Deswegen mache ich keinen fertig Milchreis. Aber ist cool. So. 11. 11. Komm raus. Ich habe mich so geschnitten gestern. Das tut so weh. Ich kann gar nichts anfassen mit meinem Daumen. Ah. Oh, zwei Masken. Scherbens Luxusmaske. Golden Glamour. Schön. Da kannst du essen. Schon weg. Und da war ein Milchreis drin, aber den machen wir nicht. Weil wir machen nur Thermomix-Milchreis. Da. Ist das Ding leer? Aua. Piekst mich nicht. Keine Ahnung. What is this? Ist das ein Zauberstab? Pipidi papidi bu. Was war das? Ich glaube, das ist zum Streicheln. Oh, geil. Ja. Ein Streichelpuschel. Ist das wirklich dafür? Ich denke schon. Was soll das sonst oder für eine Funktion? Oder soll ich dir das Ding mal in den Arsch schieben? Und dann hast du ja so ein Ding. Nicht unbedingt. Ich kann dir das mal in den Arsch schieben. Nee, danke. Aber lass dich mal streicheln. Nee, mich nervt sowas. Kennst mich doch. So na gut, klar. Dann warte. Der gestreichelt. Mit der Seite aber ein Arsch. Der gestreichelt werden will. Ich will gestreichelt werden. Ich hasse das. So Leute, ich saß jetzt ungelogen, den ganzen Tag am Computer. Ich habe einen Vlog für heute geschnitten und dann das Video für morgen. Und Sekunde, man sieht gerade gar nichts. Ich hatte über eine Stunde Videomaterial. Ja, das hat wirklich so lange gedauert, weil ich halt echt, ich wollte es cool machen und lustig machen und so. Und das hat so lange gedauert, Halleluja. Jetzt lade ich es gerade hoch, das heißt, ich bin jetzt kurz vorab fertig. Vorher, kurz, whatever, ich muss gleich noch ein bisschen was machen. Und jetzt ist es auch schon abends, es ist, wie viel haben wir es denn? 7, 7:30, 7:30. Jetzt werde ich kochen. Fabi hat sich für Minestrone Goes Asia entschieden. Also so eine Suppe, die ein bisschen asiatisch angehaucht ist mit Gemüse. Random, zeige ich euch mal kurz. Die geht super schnell. 20 Minuten. Das mache ich jetzt. Und dann muss ich schon noch was. Ich wollte gerade sagen, dann ist Wochenende. Aber ich glaube, erst ab morgen ist Wochenende. Aber naja, gut. So ist das. So, wo ist das jetzt sein? Hier. Das werde ich jetzt kochen. Sieht doch richtig, richtig lecker aus. Bin gespannt. So, fertig. Und das ist, glaube ich, das Schnellste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Nur kurz das Gemüse schnibbeln und dann hat das ein bisschen gekocht und das war's. Lol. Das ist ein bisschen sehr flüssig, ne? Dann morgen. Hallo, guten Morgen. Wie geht's? Guck jetzt in die Kalender. Ich räume es einfach nicht weg, weil ich noch nicht weiß, was ich davon behalte und was nicht. Deswegen bleibt es erstmal hier liegen. Was ist denn heute? 12, ne?
Lind. Oh, das ist vielleicht ausnahmsweise mal wieder was für mich. Die letzten hat alle Fabio gefuttert. Nussnougat. Das nehme ich. So. 12. Jellybeans. Wir haben gestern die sauren Jellybeans gegessen. Das ist aber, Alter, 28 Gramm. 28 Gramm nur für dich. wir haben die sauren gegessen. Ich glaube, von Warheads waren die, ne? Warte, wir haben doch noch die Packung da hinten liegen. Irgendwie waren die am Anfang seltsam. Die waren halt sauer. Ah, die waren richtig geil, oder? Weil die sauer waren. Ja, ja. War mal was anderes. War geil auf jeden Fall. So, 12. Hä? Ich dachte gerade, das wäre so ein Buntstift. Aber vermutlich nicht. So, was ist das? Santé. Eyeliner, Pencil. Navy Blue. Cool. So, und Sexy Time. Boah, das ist aber ein Oschi. Und schwer. War wohl nichts. Oh, ich weiß, was das ist. Ist für dich. Für mich? Ja. Ist für dich, glaube ich. Wenn das das ist, was ich denke. Nico. Hey, sei nicht frech. Was ist das denn? Das ist der Männer-Satisfier. Ist da kein Kabel mit dabei? Nein. Hm. Das ist bestimmt das von... Ja, das von allen anderen auch. Musst du dann aufladen oder was? Mit so einer Ladestation? Vielleicht geht das ja jetzt schon. Warte. Aber der hat... Alter, das ist voll stark. Mhm. Krass. Okay. Könnte auch auf jeden Fall so ein Deko-Ding sein, was du so irgendwo hinstellst. Eine Kerze. Hinstellst. Ein Feuerzeug. Ah. Mhm. Na gut. Na gut. Und jetzt spielen wir. Zoom, zoom, zoom. Kingdom Builder haben wir schon mega lange nicht mehr gespielt. Wirklich mega lange. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geht. Wollen wir Nico erst hier hinfahren lassen? Nein, der kann an uns vorbeifahren. Mittlerweile ist fast der ganze Tag rum. Wir haben noch eine Runde Kingdom Builder gespielt, haben dann irgendwann um 2 oder so gefrühstückt. Jetzt war ich die ganze Zeit am Arbeiten. Ich hatte noch einiges auf dem Plan. Mittlerweile ist es um 7 und ich schraube gerade hier die Birnen raus, weil ich habe mir jetzt so smarte bestellt. Weil das Licht hier ist halt so ultra warm. Ihr kennt es sicherlich aus meinen Vlogs. Wahrscheinlich habt ihr es auch in diesem Vlog gesehen. Und ich will halt, dass ich auch kühles Licht einstellen kann. Ja, und deswegen habe ich mir jetzt hier so die Dinger gekauft. Das sind 4 Stück. Eine kann ich dann noch woanders für verwenden. Hoppla. Die schraube ich da jetzt rein. Verbinde die mit der Dame, dessen Name nicht genannt werden darf. Und dann können wir hier geil Licht einstellen. Ich finde das halt ein bisschen blöd. Das sieht so kacke aus, weil die hier halt so einen weißen Rand haben. Und die sind halt schon stylischer. Ne? Das sind halt extra so welche, die man sehen darf. Die eigentlich überhaupt nicht. Ja, gefällt mir gar nicht, aber machst du nichts. Das ist richtig Party jetzt hier. Der verbindet die nämlich gerade, da blinkt nie mehr so. Okay. Ich glaube, man erkennt den Unterschied zu warmweiß und kaltweiß. Gott sei Dank. Und ich müsste die jetzt auch eigentlich bunt machen können. Das ist jetzt nur eine. Cool. Lol. Alexa, Esszimmer weiß. Okay. What the fuck? So, jetzt habe ich genug rumgespielt und jetzt muss ich auch meine Kameraeinstellung nicht immer verstellen, weil das Licht jetzt gut ist. Das ist kaltweiß. Und es geht sogar noch krasser, aber ich weiß gar nicht wie. Alexa, Esszimmer auf 100%. Okay.
verändert. Alexa, Esszimmer auf 20%. Okay. Nee, ich meine nicht dimm. Alexa, Esszimmer auf 100%. Okay. Alexa, Esszimmer auf komplett kaltweiß. Hä? Das ist jetzt komplett kaltweiß. Naja, wie auch immer. Ich habe auf jeden Fall heute eine Degusta-Box bekommen. Und ihr kennt mich, die kann nicht lange hier warten und stehen. Die muss ausgepackt werden. Bin schon gespannt. Das dürfte dann ja die Dezember, die Weihnachtsbox sein. Schauen wir mal rein. So, Fabio ist gerade am Telefonieren, deswegen lese ich euch die Preise vor. Was haben wir denn hier drin? Das ganze Degusta-Box-Team wünscht dir fröhliche Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Das ist aber süß. Danke, dass du Teil des Degusta-Box-Abenteuers bist und wir dich jeden Monat überraschen dürfen. Auf viele weitere gemeinsame Überraschungen. Wie süß. Achso, bevor ich es wieder vergesse, beim letzten Mal habe ich es vergessen. Ich habe einen Rabattcode für die Degusta-Box. Den packe ich euch in die Infobox. Kopiert den gerne, weil da ist so ein Buchstabe dabei, den verwechselt man gerne. Ich glaube, das ist ein O oder eine 0. Deswegen kopiert den auf jeden Fall. Oh. So, gut. Das ist die Dezember-Box. Schauen wir mal. Oh, geil. Wir haben hier Tortilla-Wraps drin. Tortilla-Original. Voll geil. Das kostet 2,49 Euro. Okay, dann haben wir Mate pur. Ich mag kein Mate. Der wird verschenkt. Der kostet 1,99 Euro. Das ist nicht mein Geschmack. Oh, wir haben eine Marmitube-Marmelade drin. Die hatte ich schon öfter drin. Das ist diese Marmelade aus der Tube. Pfirsich. Ich überlege, ob ich vielleicht nochmal Mandelecken, Nussecken heißt das, glaube ich, ne? Die aus dem Thermomix auch. Die sind so unfassbar lecker. Es gibt nichts Geileres als das und dabei mag ich gar keine Nüsse. Aber die sind einfach genial. Und dafür braucht man halt so eine Orangenmarmelade, so Aprikose oder Pfirsich oder irgendwie sowas. Die kostet 2,49 und es gäbe noch Birne, Vanille, Himbeere, Aprikose oder eben Pfirsich. Das ist cool. So, dann haben wir hier zwei so Tütchen drin von Kellogg's. Das ist ganz geil, weil ich mache ja immer diese Müsli-Bowls und dann ist das so eine gute Portion dafür. Das ist Plant Protein Crunchy Müsli Dark Choco and Coconut. Halleluja. Das kostet 3,99 €, aber dann bestimmt die große Packung, oder? Denke ich mal. Keine Ahnung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das 3,99 € kostet. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool. Okay. Kann das mal vielleicht offen bleiben? Das wäre irgendwie ganz nett. So, dann, oh cool, dann ist hier von Dr. Oetker Kokosblütenzucker drin. Benutze ich auch ab und an ganz gerne für Desserts oder zum Backen. Kostet auch 3,99 € und ist halt, ja, schon ein bisschen gesünder als industriell dieser weiße Zucker, ne? Das ist cool. So, ich glaube, hier ist ein Öl oder sowas drin. Okay, das ist was für Fabio. Rama Chiliöl zum Dippen, Verfeinern oder Marinieren. Cool. Ich weiß nicht, ob ich... vielleicht nur ein kleines bisschen, weil ich bin ja sehr schärfeempfindlich. Das kostet 2,99 €. Dann haben... Oh, geil, diese Zimtschnecken. Aber sind die nicht eigentlich in einer roten Packung? Ist das was anderes? Ja, das sind Schokokaramellschnecken für 1,99 €. Sonst sind die, also ich kenne die in so einer roten Packung, ich glaube, die gibt es auch beim Ikea, halt Zimtschnecken und das ist jetzt Schokokaramell. Boah, wie geil ist das denn? Die werden nicht lange bei uns halten, das kann ich schon mal sagen. So, dann haben wir hier ein Gewürz für Crispy Chicken. Finde ich ganz geil, weil da kann ich halt auch vegane oder vegetarische Alternativen mit marinieren oder das dafür benutzen. Von daher, das ist cool. Das ist auch irgendwas Holländisches, glaube ich. Würzmischung für Hähnchenfleisch. Also keine Ahnung, woher das kommt, aber das erste, was hier draufsteht, ist holländisch. Kostet 1,49 €. So, dann haben wir hier ein Spekulatius Twix drin, das ist auch cool. 95 Cent. Dann ist hier auch so ein kleines Tütchen. Kostenlose Probe. Free Sample, Chipotle Burger Style, so eine Burgersoße. Nice. Eine Dose drin. Ja. Bitburger, Winterbock, helles Bockbier. Nein. 99 Cent. Oh, jetzt noch so eine Probe drin. Smoked Pepper Barbecue. Und Riegel, glaube ich. Wir wissen alle, Riegel gehen immer. Oh, der ist sogar von Vegans. Cool. Snackbar Coco.
Cocoa, wie sagt man das? Kakao, glutenfrei aus 5 Zutaten. Das ist cool. Gefällt mir. Ach so, Price 99 Cent. Gäb's auch noch in Blueberry. Blueberry. Dann haben wir das Produkt des Monats. Oh, geil. Ich dachte nämlich, Moment, kostet 1,59. Ich dachte, das wären die gewesen, die ich in einer anderen Box drin hatte. Das sind diese Schokobrezeln. Und Brezeln mag ich halt nicht so gerne. Aber das sind Cookies and Cream Bällchen umhüllt mit Schoki. Das wiederum ist geil. Das probiere ich doch jetzt direkt mal. Das sind so ganz kleine, wie so Schokorosinen sehen die aus. Das ist geil. Nom nom. Was haben wir noch? Hier ist noch so eine riesen Flasche drin. Ich glaube, das war's dann auch. Jo. Trinkste. Bio-Räubusch-Tee mit Orange und Ananas. Mit nur 4% Zucker, 6% Fruchtgehalt. Könnte, ich glaube, das hatte ich auch schon mal. Könnte so ein bisschen wässrig sein. Ich probiere es mal. Kostet 1,69. Oh Gott. Nö. Oh, es riecht auf jeden Fall stark nach Ananas. Ja, ist recht mild im Geschmack. Aber ist lecker, also kann man auf jeden Fall trinken, geht klar. Ja, also besser als gedacht, aber halt nicht so intensiv wie so ein Saft oder irgendwie sowas. Aber gut, und ich glaube, das war's jetzt. Ja, das war die Degusta-Box Dezember. Hat mir gefallen, fand ich cool. Auch hier ist sogar noch ein Rezept für die Crispy Chicken Tacos, also die Tacos und die Panade benutzt. Ich kenne kein Deutsch mehr. Cool. Gefällt mir sehr gut. Also, so viel dazu. Ich räume das jetzt mal weg. So, ich habe jetzt gerade ein Thermomix-Rezept gemacht und zwar Ofentortellini. So ein Auflauf. Ich habe noch zusätzlich ein bisschen Blattspinat reingemacht. Ansonsten sind da Erbsen drin und Champignons und eigentlich gekochter Schinken, aber ich habe so Veggie-Frikadellen reingemacht. Mal gucken, ob ich das euch hier mal präsentieren kann. Und halt eben, ne, Tortellini. Logisch. Nee, Moment. wird schon. Boom. Da sieht man es ein bisschen. Hier sind die Frikadellen, die habe ich klein geschnitten. Und dann eine Soße aus Sahne, ein bisschen Tomatenmark, Gewürze. Und so weiter und so fort. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus. Nom 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 nom. Lecki, lecki. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily, you wanna start.